Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Haarstruktur du hast, beziehungsweise welchen Haartypen du hast oder in welchem Zustand deine Haare sind? Nein? Dann wird's jetzt Zeit. Es gibt feine Haare, dicke Haare, normale Haare, krause Haare, lockige Haare, glatte Haare, lange Haare, graue Haare. Aber jetzt mal langsam, meine Lieben. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, seine Haarstruktur, seinen Haartypen und den Zustand seiner Haare zu kennen? Ganz einfach, weil basierend darauf wählst du dann halt die richtigen Styling-Produkte und halt auch die richtigen Pflegeprodukte für dich persönlich aus. Dieses Video wird eher ein Informationsvideo, in dem ich euch einfach erkläre bzw. zeige, wie man das Ganze kategorisiert. Und anschließend, nach diesem Video, wird dir auch klar werden, warum man nicht sagen kann, dass Strandmatte und Haarspray für alle Leute funktioniert, bzw. warum man nicht sagen kann, dass das eine Haarwachs das beste Haarwachs ist und für alle Leute funktioniert. Ja? Wer das halt sagt, der hat sich einfach mit der Thematik nicht genügend auseinandergesetzt. Aber gut, zum Ende des Videos wissen wir dann auch einfach alle ein wenig mehr. Hoffe ich zumindest. Also starten wir jetzt allererstes mal mit der Haarstruktur. Hier wird unterschieden zwischen Feinhaaren, normalen Haaren und dicken Haaren. Und wir starten an dieser Stelle einfach mal mit den Feinhaaren. Die Feinhaare haben einen Durchmesser, also das einzelne Haar hat einen Durchmesser von 0,04 bis 0,05 mm. Und wenn du so ein feines Haar zwischen Daumen und Zeigefinger so rollst, das spürst du kaum. Das ist so fein, dass man das wirklich kaum spürt. Bei Feinhaaren ist es so, dass feine Haare meist immer sehr eng am Kopf anliegen und dass feine Haare tatsächlich auch meistens immer sehr glatt sind. Dazu kommen wir jetzt aber später. Feinen Haaren fehlt es meist auch immer so ein bisschen an Volumen und bei feinen Haaren solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du kein Produkt nimmst, was die Haare zusätzlich beschwert. Ja, wenn du zum Beispiel so ein Heavy Hold Clay bei feinen Haaren benutzt, ist nicht das richtige Produkt. Oder auch zum Beispiel meine Hair Defining Cream ist bei sehr feinen Haaren auch nicht das richtige Produkt. Denn die feinen Haare haben ja so einen kleinen, dünnen Durchmesser und wenn du diese Haare dann noch mit einem Styling-Produkt oder mit einem Pflegeprodukt zusätzlich beschwerst, dann liegen die Haare ja noch enger am Kopf an und du kriegst gar kein Volumen in deine Haare rein. Kommen wir zu den normalen Haaren. Normale Haare haben einen Durchmesser von ungefähr 0,06 bis 0,08 mm. Und das Schöne an normalen Haaren ist, dass sie relativ einfach zu stylen sind. Wenn du normale Haare hast, dann solltest du trotzdem natürlich deine Haare pflegen und auch zum Beispiel Shampoo und Conditioner aufeinander abstimmen. Und du hast bei normalen Haaren wirklich eine große Bandbreite an verschiedenen Haarstyling-Produkten, aus denen du auswählen kannst. Kommen wir zu dicken Haaren. Dicken Haaren haben einen Durchmesser von 0,08 mm oder halt mehr. Und wenn du so ein dickes Haar dann zwischen Zeigefinger und Daumen so hin und her rollst, dann fühlt das sich an wie so ein Bindfaden, sag ich jetzt mal. Ja? Also da spürst du schon wesentlich mehr als bei feinen Haaren in der Hand. Aufgrund der kräftigen Struktur sind dicke Haare meist immer relativ schwierig zu bändigen und auch die Haaroberfläche fühlt sich einfach so ein bisschen rau an. Ja, da kann ich tatsächlich auch ein Lied von singen. Und dicke Haare verlieren meistens auch immer relativ leicht an Feuchtigkeit und fühlen sich auch deshalb manchmal so ein bisschen stumpf oder ja, einfach so ein bisschen rau an. Das ist bei meinen Haaren leider Gottes auch der Fall. Deshalb solltest du bei dicken Haaren auch in erster Linie auf Haarstyling oder Haarpflegeprodukte zurückgreifen, die deine Haare nicht nur stylen, sondern gleichzeitig auch Feuchtigkeit verleihen und halt dementsprechend auch pflegen. Und jetzt aufpassen, viele Leute vertauschen an dieser Stelle zwei verschiedene Sachen. Die Haarstruktur hat nichts mit der Haardichte zu tun. Heißt, ich kann zum Beispiel feine Haare haben, aber gleichzeitig eine gute Haardichte. Ich kann aber auch feine Haare haben und eine schlechte Haardichte. Ich glaube, in diesem Bild kann man das ganz gut erkennen. Ich zum Beispiel habe sehr dicke Haare, gleichzeitig aber auch eine sehr gute Haardichte. Ja, also bei mir kommt beides zusammen. Ja, ich habe nämlich so eine fette Mähne auf dem Kopf, wenn ich meine Haare einfach mal trocken lasse, da nichts reinmache und die einfach mal so fliegen lasse. Das ist eine riesendichte, kräftige Mähne. Kommen wir jetzt zum Haartypen. Beim Haartypen wird unterschieden zwischen glatten Haaren, lockigen Haaren und krausen Haaren. Und jetzt werden einige von euch da draußen wahrscheinlich kommen und sagen, hey Daniel, es gibt aber auch wellige Haare. Selbstverständlich gibt es auch wellige Haare und selbstverständlich gibt es auch Mischformen von diesen heruntergebrochenen Typen, die ich hier vorstelle. Aber ich möchte es einfach so einfach wie möglich halten, aber ihr werdet gleich im Laufe des Videos auch merken, dass es halt verschiedene Mischformen gibt. Starten wir mit glatten Haaren. Glatte Haare haben meistens immer von Natur aus relativ schönen Schimmer. Allerdings ist es bei glatten Haaren immer schwierig, so ein bisschen Struktur in die Haare reinzubekommen.
Heißt, man kann zum Beispiel bei den Frauen ganz gut erklären, wenn zum Beispiel Frauen sehr, sehr glatte Haare haben und die so eine Hochsteckfrisur beispielsweise machen wollen, dann flutschen die Haare immer wieder raus. Ja? Oder bei Männern, die zum Beispiel auch lange, glatte Haare haben, denen würde ich zum Beispiel empfehlen, einfach ein Sea Salt Spray zu verwenden, ja? Damit man ein bisschen Struktur, ein bisschen Griffigkeit in die Haare reinbekommt. Oder auch zum Beispiel ein Volumenshampoo ist bei glatten Haaren meistens auch nicht das Verkehrteste. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Glatte Haare sind meistens immer so glatt, dass sie fast schon auseinander flutschen, sage ich jetzt mal. Und da fehlt es einfach oftmals an Griffigkeit und Struktur. Kommen wir zu lockigen Haaren. Bei lockigen Haaren ist es so, dass sie von Natur aus meistens relativ voluminös sind und eine große Sprungkraft haben. Und lockige Haare können wirklich richtig gut aussehen, wenn man sie gut pflegt. Allerdings sind lockige Haare auch sehr schwierig in den Griff zu bekommen. Aufgrund dessen, weil lockige Haare halt eine Krümmung haben. Ja, also eine natürliche Krümmung ist halt bei den lockigen Haaren so. Das haben die lockigen Haare und deshalb sind sie auch lockig. Und aufgrund dieser natürlichen Krümmung reagieren lockige Haare auch relativ schnell auf äußere Einflüsse, wie zum Beispiel auf Sonnenlicht. Ja, lockige Haare verlieren generell schon relativ schnell Feuchtigkeit. Und wenn zum Beispiel jetzt im Sommer die Sonne scheint und die lockigen Haare der Sonne ausgesetzt sind, dann verlieren sie nochmal mehr an Feuchtigkeit. Deshalb ist es auch super wichtig, dass, sofern man lockige Haare hat, dass man auf Styling- und Pflegeprodukte zurückgreift, die die lockigen Haare einfach sehr gut pflegen und mit Feuchtigkeit versorgen. Deshalb ist zum Beispiel auch meine Hair Defining Cream das perfekte Produkt für lockige Haare, denn die Hair Defining Cream definiert deine Haare, ja, bringt einfach die Sprungkraft der lockigen Haare wieder zurück und versorgt die lockigen Haare gleichzeitig auch mit Feuchtigkeit und mit Pflege. Wenn du lockige Haare hast, würde ich dir auch hin und wieder mal empfehlen, einfach mal eine Haarkur oder eine Haarmaske zu verwenden. Das werden dir deine Locken tatsächlich dann auch doppelt danken. Kommen wir jetzt zum Extrem, und zwar zu krausen Haaren. Krause Haare sind extrem voluminös und extrem kraus, ja, also es geht extrem ab da bei krausen Haaren. Und all das, was ich gerade für lockige Haare gesagt habe, gilt im Prinzip auch für krause Haare, nur einfach nur ein bisschen extremer. Sprich, krause Haare sind extrem anfällig auf äußere Einflüsse, ja, wenn zum Beispiel UV-Licht, Sommer, Salz, Meer zum Beispiel, wenn du schwimmen bist. Und krause Haare neigen auch extrem dazu, auszutrocknen und frizzy zu werden. Deshalb ist es bei krausen Haaren besonders wichtig, dass du auf reichhaltige Pflege zurückgreifst, wie zum Beispiel reichhaltige Shampoos und Spülungen, aber auch regelmäßig Haarkuren und Haarmasken verwendest und bestenfalls auch noch zum Beispiel ein Arganöl, um deinen Haaren einfach die gewisse Pflege zu geben, die sie halt braucht. Ich persönlich habe zum Beispiel so eine Mischform zwischen lockigen Haaren und krausen Haaren. Und deshalb nutze ich auch öfter eine Spülung als ein Shampoo. Und deshalb kann ich auch auf die Hair Defining Cream und auf mein Haaröl einfach nicht verzichten. Weil diese Produkte geben meinen Haaren einfach die gewisse Feuchtigkeit und die gewisse Pflege, die meine Haare halt einfach brauchen. Und so kriege ich halt auch ein bisschen Definition in meine Haare rein. Weil ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Man-Bun machen würde ohne meine Produkte, das würde einfach total katastrophal aussehen. Deshalb siehst du vielleicht jetzt auch an dieser Stelle, dass es so unfassbar wichtig ist, dass du weißt, welche Haarstruktur und welchen Haartypen du persönlich du hast, um halt das richtige Produkt zu picken. Kommen wir jetzt zum Zustand der Haare. Hier unterscheiden wir zwischen fettigen Haaren, trockenen Haaren und strapazierten Haaren. Starten möchte ich jetzt an dieser Stelle mit den fettigen Haaren. Wenn du zum Beispiel fettige Haare hast, dann liegt das vermutlicherweise daran, dass du eine übermäßige Talgproduktion hast und nach dem Waschen sehen deine Haare dann möglicherweise relativ schnell wieder fettig aus. Wenn das der Fall ist, dann würde ich dir empfehlen, zum Beispiel auf eine milde Pflege zurückzugreifen und weniger auf Produkte, die zum Beispiel ölig oder fettig sind. Ja, zum Beispiel eine Hair Defining Cream wäre bei fettigen Haaren das falsche Produkt. Das gleiche ist zum Beispiel, wenn du bei fettigen Haaren ein Haaröl verwenden möchtest, dann musst du hier tatsächlich richtig doll aufpassen, weil wenn du zum Beispiel ein dickflüssiges Haaröl verwendest bei fettigen Haaren, dann kann es tatsächlich sein, dass zum Beispiel das Haaröl das Nachfetten der Haare noch fördert und du noch schneller fettige Haare bekommst. Deshalb muss man hier tatsächlich wirklich ein bisschen vorsichtig sein mit der Pflege, damit die Haare halt nicht zusätzlich nachfetten, sondern einfach dem Nachfetten einfach entgegenwirken. Kommen wir zu trockenen Haaren. Bei trockenen Haaren ist das Problem, dass die Schüppchen der Haaroberfläche halt nicht am Haar anliegen, sondern halt abstehen. Und deshalb sind trockene Haare meistens auch mal so ein bisschen rau und so ein bisschen spröde. Und deshalb würde ich dir empfehlen, auf eine nachhaltige Pflege zurückzugreifen, wenn du trockene Haare hast und deine Haare einfach
ausgiebig wirklich mit Feuchtigkeit versorgen, zum Beispiel auf ein Haaröl zurückzugreifen. Und wenn jetzt zum Beispiel draußen megamäßig knalliges, sommermäßiges Wetter ist und die Sonne einfach nur auf deine Haare drauf knallt, dann würde ich versuchen, deine Haare tatsächlich zu schützen mit einer Cap oder so oder einem Bandana aufsetzen, dass einfach deine Haare nicht zu sehr der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Kommen noch zu strapazierten Haaren. Strapazierte Haare neigen zu Spliss und Haarbruch und deshalb auch strapazierte Haare. Und meistens ist es so bei strapazierten Haaren, dass sie einfach so richtig strohig und glanzlos wirken. Und da muss man auch wirklich tatsächlich aufpassen, dass die Haare dann nicht irgendwann sogar tatsächlich abbrechen. Und wie bei trockenen Haaren ist es auch so, könnt ihr euch ja natürlich vorstellen, wenn die Haare sehr, sehr strapaziert sind, dann reagieren auch strapazierte Haare super dolle auf äußere Einflüsse. Ein Kollege von mir hatte das zum Beispiel mal, der hat zum Beispiel seine Haare komplett blond gefärbt. Also er hat eigentlich komplett schwarze Haare, hat seine Haare dann komplett blondiert, also so wasserstoffblond, sah auch sogar ganz nice aus. Aber was ist passiert? Die Haare, er ist in die Dusche gegangen und die Haare sind alle abgebrochen. Ja, die Haare waren so strapaziert von der Blondierung, dass sie einfach alle abgebrochen sind. Und er hat gesagt, in der Dusche hatte er dann so einen riesen Büschel voller Haare, weil tatsächlich die Haare das nicht ausgehalten haben und einfach überstrapaziert worden sind und deshalb abgebrochen sind. Also wenn du strapazierte Haare hast, dann solltest du auf jeden Fall auf eine sehr schonende Pflege und auf ein sehr schonendes Styling zurückgreifen. Also nicht megamäßig viel Haarspray oder so, sondern wirklich versuchen, deine Haare so gut es geht zu schonen. Und ich persönlich habe jetzt, sage ich mal, auch so eine kleine Mischform zwischen trockenen und strapazierten Haaren. Das kann man nicht immer ganz genau sagen, dass man komplett in die eine Kategorie reinfällt oder in die andere. Und es gibt jetzt auch noch eine komplett andere Gruppe, zum Beispiel die grauen Haare, die habe ich jetzt hier gar nicht behandelt. Da verändert sich das Haar einfach Stück für Stück im Alter und die brauchen dann natürlich dann auch wiederum eine komplett spezielle und gesonderte Pflege. Aber ich hoffe, dass man jetzt so grob erstmal weiß, in welche Kategorie man fällt. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal kurz zusammen. Wir unterscheiden also zwischen Haarstruktur, Haartyp und Zustand der Haare. Bei der Haarstruktur unterscheiden wir zwischen feinen Haaren, normalen Haaren und dicken Haaren. Beim Haartypen unterscheiden wir zwischen glatten Haaren, lockigen Haaren oder dem extremen Fall der krausen Haare. Und beim Zustand der Haare unterscheiden wir zwischen fettigen Haaren, trockenen Haaren und strapazierten Haaren. Und wenn wir möchten, könnten wir jetzt auch noch die grauen Haare mit dazu nehmen. Wichtig ist, dass es auch Mischformen gibt, ja, das dürft ihr nicht vergessen. Ich habe es ja kurz auch hier bei meinen Beispielen einfach mal hin und wieder erwähnt. Und auf Grundlage dessen wählst du halt dementsprechend ein bestimmtes Haarstyling-Produkt aus oder halt auch nicht. Je nachdem, welche Haarstruktur, welcher Haartyp oder in welchem Zustand deine Haare sind, je nachdem wählst du dann logischerweise aus. Deshalb kann man am Ende des Tages nämlich auch nicht sagen, hey, das ist das beste Haarwachs, das funktioniert für alle. Das funktioniert einfach nicht. Ich denke mal, oder ich hoffe zumindest, dass das hier nach diesem Video ein bisschen klarer geworden ist. Ich hoffe zumindest, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte, was die Auswahl eurer Haarstyling-Produkte und Haarpflegeprodukte angeht. Und wenn ihr jetzt jemanden kennt, der zum Beispiel auch noch ein bisschen unsicher ist in der Auswahl, dann leitet ihm gerne das Video weiter, teilt das Video mit euren Freunden. Ich sage, macht's gut, viel Spaß bei eurer Haarpflege und beim Haarstyling. Bis zum nächsten Mal.